So, und jetzt geht's mal ordentlich los. Ja. Angriff! Was? Hey, meiner Treu! So, jetzt haben wir eine Armbrust, die wenigstens diesen gut gepanzerten Skeletten auch mal ordentlich Schaden macht. Okay, und wir haben gerade einen. Ja. Fulminictus ins Nichts geschossen. Ja. Und Ardo hat immer noch nicht die Defensivhaltung an. Das vergesse ich immer. So. So geht das nämlich. Es ist nur noch der eine hier übrig. Gut. Noch gleich nochmal deinen Quicksave machen und weiter. Jetzt haben wir nämlich eine viel besser ausgerüstete und stärkere Gruppe dank Vorgrim. So, jetzt machen wir den Monolithen hier weg und gehen dann andersrum jetzt durchs Dorf. Zusammenhalten! Und ich schieße auf so ein gut gepanzertes Skelett einen Bolzen ab und das ist und zieht damit schon ein Viertel seiner Lebensenergie ab. Das ist heftig. Nein, du machst die Fähigkeit und Vorgriff, du kannst auch ruhig was machen. Jetzt mache ich nichts mehr. Fyrus, Guano heilen. Ardo heilen. Das war zu spät. Mist. Aber kein Problem. Wir haben immer noch Vorgrim. Ich will dich da anvisieren. Und ich will auch dich anvisieren. So. Machst du bitte bei den Eilen das Skelett da tot? Und schon will und schon keine Munition mehr. So, erstmal normale Bolzen einlegen. So. Ardo verarzten. Was? Fyrus kann ich auch gleich mal heilen. Balsam ist fehlgeschlagen. Balsam Salamunde. So. Quick Save machen. Und jetzt gehen wir so rum ins Dorf. Oder auch nicht. So rum wollte ich ins Dorf runter. Da kommt auch ein Monolith raus. Wo geht der Weg runter? Ach, da. Nur nicht zu nah ranlaufen, sonst kommt er gleich aus dem Boden geschossen und wir können nichts gegen ihn tun, genau. Okay, andere Untote. Endlich mal was Neues. Viele Untote. Was kommt denn hier alles? Muss das alles hier kommen? Na?
ich sterbe gleich. Feiere es heimlich. Und ich renne mal weg, dass die mich so lange nicht treffen können. Was leider nicht geklappt hat. Sanyasa! Ja. Zusammenhalten! Bei anderer Schwarm! Was? Ja? Die Mistkerle vergiften mich mit Wundbrand. Bei meiner Treu! Ja? Na? Angriff! Sie sind nicht stark, aber sie sind viele. Das ist das Problem. So, erstmal trinkst du was und dann kannst du von mir aus. Dann trinkst du danach was. Weiche! Hier! Vorgrim, hilf mal Fyris. Ah, du Wuchtschlag, Vorgrim Wuchtschlag. Manchmal regeneriert sich die Ausdauer so schnell, dass ich nicht mal richtig nachkomme. Und der Monolith steht noch und deswegen kommen noch mehr Untote. Mist. Mist. Was? Angriff! Was? Ich habe hier irgendwo ein Zahnrad gesehen, aber egal. Ich bin kurz vorm Sterben, deswegen feiere es heimlich, wenn es geht. Ja. Und du, Ardo, hau mir schnell den Monolithen um. Ich bin schon wieder tot und feiere es auch gleich. Jetzt ist der Monolith. Jetzt ist der Monolith weg. Aber das war zu spät. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Wenn wir das jetzt noch schaffen, ist das ein Wunder. Was? Für den Kaiser! Mach erstmal das Skelett weg. Ja. Das schaffen wir tatsächlich gerade so noch. Bei meiner Treu. Was haben die Untoten eigentlich bei sich? Die haben interessante Sachen bei sich, merke ich gerade. Feieres Balsam. Colarum Purum. Einfacher Verband und zersplitterte Bolzen und Fellfetzen. Zersplitterte Pfeile. Nein, das sind nur ausgeblichene Knochen. Nein, ich will an die Splitter von denen hier ran. Und die Verbände holen, die sie bei sich haben. Während wir ein bisschen hochheilen. Ein
paar Verbände mehr können nämlich nicht, schaden nämlich nicht. Nein, wegwerfen will ich das nicht, das will ich Feierriss geben. Genauso wie die gesplitterten Geschosse. Sehr gut. Ein bisschen davon schadet nie und dann weitergehen. Die da kann ruhig wieder schreien und so, ist mir egal. Bei mir und Feiris wirkt eine Regeneration bei Ardu nicht, aber er heilt sich trotzdem ziemlich schnell hoch. Wer hat eigentlich die höchste Lebensenergie? Das ist Vorgrim. Können wir nicht noch ein bisschen Lebensenergie bei den beiden? Ardu hat Maximum. Vorgrim hat es noch nicht erreicht. Was steht bei Vorgrim hat Maximum von den nächsten erreicht? Okay. Dann können wir jetzt mal Quicksave. Und uns um den Monolithen da kümmern, der uns das vorletzte Mal getötet hat. Na, der Monolith soll doch ein Witz sein. Der ragt schräg aus dem Felsen. So. Vorgrim gleich mal auf das Skelett. Bei Angriff Spark! Der Monolith ist kaputt. Ja. Attacke! Aber Feiris sollte sich lieber gleich mal selber heilen. Na? Vorgrim. Erstmal das kleine Nervenskelett da hinten weg. Was? Angriff! Was? Ah, du kannst einen Klingensturm loslassen. Also wenn man wirklich mit allen trifft von dem Klingensturm, ist der richtig heftig. Was braucht man eigentlich für den Klingensturm? Wo ist er denn? Klingensturm. Hiebwaffen gehen nicht. Was geht mit Hiebwaffen? Klingenwand. Das ist ein Parademanöver, das brauchen wir nicht. Wenn, dann eher Hammerschlag. Hammerschlag wäre was Heftiges. Schadenspunkte mal 3. Ich wüsste nur zu gerne, wo ich das lernen könnte. Beziehungsweise wo Vorgrim das lernen könnte. Nächster Monolith. Bitte erst das Skelett da. Na? Versuchen wir es mal mit einem Befreiungsschlag. Ah, hat nicht besonders viel gebracht. Attacke! Ei! Da lang! Sanyasa! So. Au. Da konnte ich jetzt nicht mehr schnell genug reagieren. Mist. Angriff! Der lebt ja noch. Feiris, Vorgrim heilen. Vorgrim einen trinken. Bei Angriff Spark!
Stirb endlich. Warum triffst du nicht vor Grimm? Warum?